Der nächste DWL-Sieg ist in der Tasche. Die Wasserfreunde Spandau und 04 machen kurzen Prozess mit den White Sharks Hannover. Was wir heute gut gemacht haben, ist, glaube ich, dass wir halt den Center gut gefunden haben. Wir haben kommuniziert und ich glaube, dass wir da gezeigt haben, dass wir halt gut spielen können. Von der ersten Sekunde an starten beide Teams energiegeladen in die Partie. Und so geht das erste Tor auf das Konto der Spandauer. Doch keine 30 Sekunden später gleichen die Hannoveraner durch Maximilian Vorreich aus. Die Gäste geben den Wasserfreunden kaum Raum und stellen eine echte Herausforderung dar, ähnlich wie es Spandau bereits in der Champions League erlebte. Sie mussten sich gegen das spanische Top-Team CN Athletic Barceloneta mit 6:13 geschlagen geben. Ein großer Rückschlag? Auf keinen Fall, denn die Berliner sind bestrebt, ihre Schwachstellen zu beheben. So überzeugen unter anderem Dennis Strelecki und Sebastian Androschkiewicz mit ihrer Torgefährlichkeit. Bis zur Halbzeit setzen sich die Wasserfreunde mit 8:4 ab. Defensiv können wir uns verbessern. Ich glaube, die haben manchmal einfach gezeigt, dass man mit ein bisschen Schlauigkeit uns doch noch locker irgendwie Fehler machen lassen kann. Nach dem Seitenwechsel knüpfen die Berliner nahtlos an ihre Leistungen an und bauen ihren Vorsprung deutlich aus. Hierbei spielt Dusan Banicevic eine entscheidende Rolle. Aber auch die Gäste aus Hannover geben nicht auf und beeindrucken durch einen Viererpack von Nikolas Stankovic. Die Begegnung endet schließlich mit einem 20:10 Erfolg zugunsten der Wasserfreunde. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Leistung für uns gemacht. Minus 10 Tore gegen Spandau, ein Top-Ergebnis. Wir haben 4 Viertel lang gut mitgespielt. Die nächste Herausforderung für die Spandauer wartet bereits am Samstag, wenn sie sich auswärts dem ASC Duisburg stellen.